Wir sitzen da in deinem Studierzimmer und du hast uns früher, wie wir Kinder waren, erzählt, die Bremer Stadtmusikanten, die sieben Geißlein und verschiedene Sachen. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn du uns erzählst, die Bremer Stadtmusikanten. Ja, die Bremer Stadtmusikanten. An was denkt man da zuerst? Es fängt ja so an, dass das lauter Lebewesen, Tiere gewesen sind, die eigentlich keinen Wert mehr hätten. Nämlich, da war ein Esel in der Mühle, der hat jahrelang die schweren Getreide- und Mehlsäcke geschleppt. Und eines Tages war er müde und alt. Und dann warf er seinen Sack runter. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und da hörte er den Müller hinter seinem Rücken sagen, aus diesem Esel machen wir Eselswurst. Den kann ich zu sonst nichts mehr brauchen. Da hat der Esel mit seinen langen Ohren geschlackert und dann hat er gesagt, mein lieber Müller, das geht aber anders. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, jetzt hau ich einfach ab. Und tripp, tripp, trapp, tripp, tripp, trapp, jetzt hau ich einfach ab. So lief er dem Mühlbach entlang und ließ Mühle und Müller, Säcke und Mehl, alles hinter sich zurück. Und wie er grad aus dem Hof der Mühle hinaus will, da sieht er an der Ecke ein Kätzchen sitzen. Eigentlich will es sich ja in der Sonne wärmen, aber es weiß, es hat hier keinen friedlichen Platz. Denn da gibt es ja auch noch den Hund, der dann im bösen Augenblick zu bellen beginnt. Das Kätzchen täte gern den Hund vielleicht ein bisschen beißen, aber seine Zähne gehen nicht mehr. Das Kätzchen kann keine Mäuse mehr fangen, zudem hat man's eigentlich in der Mühle. Das Kätzchen kann nur noch Milch schlabbern und hat keinen Wert. Und da hat die Bäuerin gesagt, das Kätzchen wird ersäuft. Ich will aber nicht ersäuft werden, sagt das Kätzchen, ich will noch eine Weile leben. Und wie der Esel vorbeikam und sein Lied noch einmal gesungen hat, tripp, trapp, tripp, trapp, jetzt hau ich einfach ab, da sah er das Kätzchen und sagte, was machst denn du hier? Ich habe keinen Wert mehr, weil ich keine Mäuse fangen kann. Und jetzt will die Bäuerin mich ersäufen. Da sagt der Esel, komm mit mir, wir passen zusammen. Ich kann keine Säcke mehr schleppen, du kannst keine Mäuse mehr fangen. Lass uns miteinander gehen, dann singen wir zu zweit. Tripp, trapp, tripp, trapp, tripp, trapp, tripp, trapp, jetzt hauen wir einfach ab. Und nicht weit davon, da saß richtig am Tor zum Mühlehof ein alter Hund. Er hatte seinen Kopf auf die Vorderpfoten gelegt und sinnierte so vor sich hin und sah recht traurig aus. Was ist denn mit dir los? Fragt der Esel. Ich hab keinen Wert mehr. Ich kann keine bösen Leute mehr beißen, keine Diebe abwehren. Ich sitze und warte, ob mir jemand noch was zu fressen bringt. Ach, sagt der Esel, ich denke, du könntest gerade zu uns passen. Das Kätzchen kann nicht beißen
und du kannst keinen Dieb mehr fassen und ich keine Säcke mehr tragen, gehen wir doch miteinander. Tripp, trapp, tripp, trapp, tripp, trapp, tripp, trapp, jetzt hauen wir einfach ab. Und so sind sie miteinander gegangen, ein ganz munterer, kleiner Festzug. Und dann hat es aber gar nicht lange gedauert, da saß auf der Mauer der Mühle der Gockelhahn. Der guckte da herunter, so wie er immer hinausschaut, nach der Sonne oder nach dem Wetter oder nach den Leuten. Und da sagt er, was kommt denn da für ein lustiger Festzug? Esel und Hund und Katze? Da sagt der Esel, was machst denn du da oben auf deiner Mauer? Wird dir's langweilig? Ja, sagt der Gockelhahn, ich habe gar keinen Wert mehr. Ich kann nämlich nicht mehr gut krähen und die Hennen, die gehen von mir weg, die wollen auch nichts mehr von mir wissen. Und ich habe gehört, wie die Magd in der Küche gesagt hat, heute Abend gibt es einen Braten, und hat ihr Messer gewetzt und zum Knecht gesagt, fang mir mal den Gockelhahn, ich schneide ihm den Hals ab und dann gibt es eine gute Suppe. Ich will aber nicht in den Suppentopf, sagt der Gockelhahn, dazu habe ich keine Lust. Na gut, sagt der Esel, das passt endlich auch noch zu uns. Esel und Hund und Katze und Gockelhahn, lauter solche, die nicht mehr viel können. Aber wenn wir miteinander gehen, ich denke, da kommen wir noch weiter. Was hältst du davon? Geh mit und singe. Tripp, trapp, tripp, trapp, tripp, trapp, tripp, trapp. Jetzt hauen wir einfach ab. Und so gingen sie nun von der Mühle weg, dem Mühlebach entlang, ein ganzes Stück. Und auf einmal bleiben sie stehen und der Esel sagt, wohin gehen wir denn? Ah, ich habe eine Idee. Wir gehen nach Bremen, in die schöne große Stadt. Und dort stellen wir uns auf den Marktplatz und dann fangen wir an zu singen. Und wir können noch mehr singen als bloß das langweilige Tripp, Trapp, Tripp, Trapp. Wir können noch viel mehr singen. Ich, der Esel, singe I-A, der Hund Wau, Wau, die Katze Miau, miau, und der Gockel, so machen wir das. Und nun gehen sie miteinander ihren Weg, bis es Abend wird. Und da sagt eins von den Vieren, wahrscheinlich war es das Kätzchen, allmählich wird es dunkel, mich friert, ich möchte gerne eine Herberge für die Nacht. Oh, das ist keine schlechte Idee, sagt der Gockelhahn, da wäre ich gar nicht dagegen. Jetzt, lieber Esel, was sagst du dazu? Oh, sagt er, da müssen wir uns mal umschauen. Sie waren schon mitten in den Wald gekommen, wo man nicht viel vom Weg sieht, und da sagt der Esel, Gockelhahn, du kannst doch fliegen. Flieg mal hoch und setz dich auf einen Baum und dreh deinen Kopf nach hüben und nach drüben und schau aus, ob du irgendwo ein Haus findest, ein Schornstein, wo es raucht, wo es warm ist und wo wir über Nacht bleiben können. Und dann flattert der Gockelhahn hoch. Alle anderen recken ihre Köpfe und schauen zu. Allmählich hat er das Ziel erreicht, da oben auf dem Baum, ganz hoch oben. Und dann dreht er sich rum und ruft runter. Ich sehe nichts. Na, guck weiter. Er dreht den Kopf nach der anderen Seite. Ich sehe
immer noch nichts. Na, du musst dir noch mehr Mühe geben. Dreh dich weiter. Und er dreht sich nach der dritten Seite. Und dann macht er ich habe was gesehen. Da ist ein Haus mitten im Wald. Da muss ein Feuer brennen, denn der Rauch kommt zum Kamin heraus. Da könnten wir hingehen. Vielleicht ist es dort dann auch für uns warm. Und damit sie den Weg durch die Bäume finden, muss jetzt der Gockelhahn immer vorausfliegen. Ein paar Schritte voraus, hinter ihm das Kätzchen, der Hund und trapp, trapp, der Esel. Und so kommen sie durch die Bäume und durch den Wald, bis sie merken, jetzt ist es nicht mehr weit, da muss das Haus sein. Und jetzt, Kätzchen, geh mal voraus und mach eine kleine Erkundigung. Schau dich um, was das für ein Haus ist und noch wichtiger, was das für Leute sind, die dort Feuer gemacht haben, ob wir da vielleicht über Nacht schlafen können. Und das Kätzchen macht sich auf den Weg, neugierig, wie alle Katzen sind, schlappt sie sachte und leise hin. Und die anderen bleiben stehen. Was wird sie wohl für eine Nachricht bringen? Und nach einiger Zeit, da kommt sie wieder zurück an. Husch, was hast du gefunden? Sagt sie. In dem Haus, da wohnen Räuber. Räuber, sagt der Esel, das ist aber nicht gut. Oh, sagt das Kätzchen, aber es sind tatsächlich Räuber. Die wohnen dort, die haben wohl das Feuer angebrannt und ich habe sie beobachtet durchs Fenster. Sie sitzen am Tisch und die haben was zu essen. Oh, das wäre auch was für uns, was zu essen. Und ein Feuer, an dem man sich wärmen kann und ein Dach über dem Kopf. Lasst uns mal näher gehen. Kätzchen, geh voraus, zeig uns den Weg. Und das Kätzchen macht das, wie sich's gehört. Hinter dem Kätzchen der Hund. Hinter dem Hund flattert der Gockelhahn und dann kommt mit großen Schritten der Esel an. Und nun schauen sie alle durch das Fenster und sehen, im Licht, das da drin brennt, um den Tisch, da sitzen die Räuber. Schon schlimme Gestalten mit grimmigen Gesichtern. Aber wenn sie nun ihr Essen essen, dann fühlen sie sich friedlich und wohl. Oh, denkt der Hund, da würde ich gerne mitessen. Und der Esel sagt, da bleibt auch was für uns übrig. Aber wie kommen wir jetzt hinein? Oh, sagt das Kätzchen, wir wollten doch in Bremen Musik machen und singen. Das könnten wir jetzt einmal proben. Und dann stellen sie sich auf. Der Esel unten. Und dann heißt es, Hund, mach mal einen Sprung und setz dich dem Esel auf den Rücken. Kätzchen, du kommst mit Leichtigkeit dem Hund wieder ins Genick. Und der Gockel, der fliegt von oben her. Und wenn wir so beieinander sind, dann geht's los. Dann singen wir unser Lied. Wisst ihr noch, wie's heißt? Tripp, trapp, tripp, trapp, tripp, trapp, tripp, trapp. Jetzt hauen wir einfach ab. I-A, I-A, wow, 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 miau, miau und Ikriki. Und so geht's dann los. Und sie sind noch nicht einmal ganz am Ende mit Kikeriki. Da sind die Räuber drin aufgesprungen. Die bekamen Angst, weil die natürlich dachten,
Niemand weiß, dass wir hier sind. Und was jetzt? Sie sprangen auf und raus aus dem Haus und schauten nach, wer das sei. Mittlerweile ist der Gockel aufs Dach geflogen und schaut von dort. Und der Esel, der hat sich an den Ausgang gestellt, an den Misthaufen vor dem Haus. Und an der Tür, da liegt der Hund und das Kätzchen ist noch auch an der Tür. Und wie sie gerade noch einmal anfangen wollen zu singen, wow, wow, i-a, miau, miau und gekriki, da rennen die Räuber hinaus. Und der Erste, der durch die Tür geht, der kriegt vom Esel eine gebrannt in den Rücken. Mit dem Huf, mit seinem schweren Huf, der Esel. Und der nächste Räuber, der herauskommt, den beißt der Hund in die Wade. Das kann er also scheint doch noch ein bisschen beißen. Und das Kätzchen sitzt und kratzt einen von den Räubern ins Gesicht. Und der Gockel, der sitzt oben und dann schreit er. Und die Räuber, die fliehen in den Wald und verstecken sich hinter einem Baum und hinter einem Busch. Und die zittern an Leib und Seele. In dieses Haus gehe ich nicht mehr zurück, sagt der eine. Da muss ja wohl eine Hexe wohnen, die hat mir das Gesicht zerkratzt. Und der andere sagt, und einer hat mir einen Schlag versetzt, dass ich beinahe nicht mehr laufen kann. Und einer, sagt der dritte, der hat mich ins Bein gezwickt, das tut mir noch immer weh. Und während sie so miteinander reden, was da alles passiert ist, dann hören sie wieder die Stimme. Und einer der Räuber sagt, ach, das heißt ja wohl die Polizei, die Polizei. Oh, dann müssen wir hier weg, da können wir nicht bleiben in diesem schönen Haus. Und mitten in der Nacht gehen sie fort, die Räuber. Sie kennen sich im Wald aus, einer voraus, die anderen hinterher. Und wo sie dann geblieben sind, das wissen wir nicht genau. Bis nach Bremen sind die Räuber jedenfalls nicht gekommen, denn dort würden sie ganz bestimmt eingelocht. Aber unsere vier Wanderer, die haben sich jetzt wohlgefühlt. Das Feuer brannte noch, es war noch warm. Auf dem Tisch, da stand Braten und Brot und Wein und lauter gute Sachen und fürs Kätzle auch Milch. Es ging ihnen gut, wie schon lange nicht mehr. Und als sie genügend gegessen und getrunken hatten, da machten sie sich auf zum Schlaf. Der Gockel, der flog auf das Dach hinauf und streckte dann seinen Kopf unter den Flügel. Dort schlief er ein, wie sich das so gehört. Das Kätzchen, das setzte sich an den Herd, wo es warm war. Der Hund, der legte sich auf die Türschwelle, dass da ja niemand hereinkommt, der da nicht hingehört. Und der Esel, der schaute sich um, wo es in den Stall geht, und dann stellte er sich an den Platz und fühlte sich dort wohl wie schon lange nicht mehr. Mitten in der Nacht wurde es noch einmal unruhig. Der Räuberhauptmann hat nämlich zwei von den Räubern ausgeschickt und gesagt, geht mal zurück, ob wir nicht riesendumm waren, dass wir das schöne Haus verlassen haben. Und zum einen sagte er, du gehst mal und guckst, wie das ist, ob das Essen noch auf dem Tisch steht. Und der andere muss schauen, ob es wirklich so ist, dass da eine Hexe wohnt. Und nun sind die zwei, die Armen, unterwegs. Und der, der ins Haus hinein muss, der dachte, er schaut nach dem Feuer und wollte noch einmal, weil es ein bisschen glühte,
das Anblasen und Anpusten und wieder eine Kerze anzünden und hat nicht gemerkt, dass das die glitzernden Augen der Katze waren. Er langte da ungeschickt hin und die fuhr auf und zerkratzte ihm das Gesicht wie noch nie. Und der Hund vor der Tür, der bellte und biss, und der Esel vom Stall, der kam und schlug dem anderen noch einmal den Huf in den Hintern. Jetzt hatten die Räuber aber endgültig genug und sie rannten wieder zu den anderen. Da bringt mich keiner mehr hinein, da gehe ich nie mehr hinein. Und dann hörten sie, wie der Gockel rief, und es klang schon wieder so: Polizei, Polizei, Polizei. Mit der wollen wir aber nichts zu tun haben, sonst kommen wir ins Loch. Und dann verschwanden sie endgültig in ihrem Wald. Und die vier, die abgehauen waren, denen ging es jetzt im Haus gut. Da kam ja keiner, der sie fortjagen wollte. Zu essen gab es noch genügend. Und da sagten sie: Besser hätten wir es ja nirgends haben können. Und ob wir jetzt überhaupt noch nach Bremen wollen? Wir könnten doch auch hier bleiben. So gut wie hier haben wir es noch nie gehabt. Dann heißt es jetzt nicht mehr: Tripp, trapp, tripp, trapp, jetzt hauen wir einfach ab. Jetzt heißt es doch wohl: Hier bleiben wir. Hier geht's uns gut. Hier haben wir's schön. Gute Nacht.